Ja, schönen guten Tag. Ich hatte vor einiger Zeit eine etwas komische, ja, Begebenheit. Jemand hat mich kontaktiert und wollte mir unbedingt etwas andrehen, wo es um die Effizienzsteigerung von Elektrofahrzeugen geht. Und ich wollte das jetzt einfach mal wissen. Er schrieb mir eine SMS, dieser nette Mensch, und hat jetzt jemanden dann hervorgeholt, der ein Freund von ihm sei und Konstrukteur von Gerätschaften wäre, die, jetzt hier steht, schwarz auf weiß, die Leistungsfähigkeit oder die in der Lage sind, die Leistungsfähigkeit von E-Auto-Akkus deutlich zu steigern und damit die Reichweite zu vergrößern. Ja, und die wollten sich mal mit mir treffen und ich will die jetzt einfach mal auf Herz und Nieren prüfen, weil sie begeben sich in die Höhle des Löwen. Das muss man denen ja auch mal lassen. Die haben ja schon was gehört, was ich hier so mache und ja, man muss es lassen, sie haben Eier in der Hose, sich hier irgendwie zu melden. Und im Zuge dessen kamen wir, glaube ich, ins Gespräch über die Smart Energy und meine Schwester erzählte mir das wieder. So, das ist interessant. Und ja, und das Interessante ist nämlich, das ist also, der macht diese Konstruktion von diesen Energieeffizienzgeräten. Ja gut, also zu mir. Ich bin seit über 10 Jahren Elektromobil unterwegs. So, aber dann mal zu Ihnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Dann sind Sie ein paar Schrittchen schon voraus. Diese Tesla-Energie oder Zero-Point-Energie, sagt Ihnen was, haben Sie damit zu tun gehabt oder eher weniger? Ja, das geht für mich in die Richtung, wir machen das Perpetuum mobile, da kann ich auch genauso gut einen Magnet vorne an meine Stoßstange binden, von München nach Flensburg fahren und hoffen, dass der mich zum Nordpol zieht. Also für sowas bin ich absolut nicht zu haben, ja. Weil das geht für mich in den Bereich Scharlatanerie und Leute das Geld aus die Tasche zu ziehen. Ja. Weil wenn wir jetzt davon wirklich reden, die wollen jetzt was ertüfteln und das Ganze ist eine Blackbox. Oder ich sag jetzt mal, vor 20 Jahren gab es auf dem Fischmarkt Leute, die haben Mottenkugeln verkauft, dass die dann in den Tank geworfen werden und dann spart man 10% Kraftstoff. Oder ich klipse was an die Spritleitung und lade mit ein paar Magneten meinen Treibstoff auf, dass er dann besser verbrennt oder so etwas und verspreche dann den Leuten, dass ich dann hier 5% Treibstoff spare. Dann muss ich sagen, okay, wenn das in diese Richtung läuft, was sie mir jetzt hier vorstellen möchten, Ja, vorstellen. dann ist das Ihre Vorstellung von Ja. einer besseren Welt, aber Sie und ich wissen dann ganz genau, dass das nicht funktioniert und dass das eigentlich nur dazu da ist, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ganz ehrlich. So. Bin ich da jetzt irgendwo auf dem Holzweg oder fahre ich Ihnen jetzt damit zu doll vom Kopf? Ja, wie gesagt, die Zeit drängt auch. Wir haben jetzt hier maximal noch 5 Minuten, also die Zeit reicht nicht aus, um das. Also Sie haben jetzt zu besprechen, Sie haben ja in einer SMS geschrieben, Sie wollen die Effizienz von Akkus steigern. Ja? So, wie wollen Sie das machen? Jo, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das innerhalb von 5 Minuten hier alles erklären? So, ein Akku ist chemischen Prinzipien unterworfen, das heißt, sie haben eine gewisse Energiedichte maximal, sie haben ein bestimmtes Verhältnis von Wattstunden, Speicherkapazität, Kilowattstunden, Masse, sie haben bestimmte Betriebsparameter, Spannungsstärken, so, das heißt, den Akku per se durch irgendwelche Anbauten verbessern können wir nicht, das wissen wir alle, der 4 Jahre Physik hatte. Das Einzige, also das ist mein
Spritspargerät. Das Ganze ist, finden Sie in jedem Auto und finden Sie auch auf jeder Rallye. Der ganz normale, die ganz normale Luftpumpe. Ja. Wenn Sie eine Rallye machen und Sie möchten 10% mit dem Elektroauto sparen, pumpen Sie Ihre Reifen auf 6 bis 8 Bar auf für die Dauer der Rallye. Weil sonst das ganze Jahr würde ich damit nicht fahren. Aber für die Dauer der Rallye sparen Sie 10-15%. Das ist der einzige Weg, wie Sie ein Elektroauto effizienter machen können. Und wenn Sie jetzt kommen. Und das funktioniert so wie es ist. Das ist eine Luftpumpe. Ah ja, also mit diesen 10% dann machen Sie den Reibungswider, den Rollwiderstand, veroptimieren Sie und dann holen Sie 5-8% raus oder meinetwegen auch 10-12%, wenn Sie dann auf 6 oder 8 Bar gehen und im Gebirge ein Elektroauto bewegen. So, das ist das Einzige, wo Sie mit externen Mitteln zu vertretbaren Preisen mit Bordmitteln bei allen Autos, das ist jetzt das Ding aus dem Leaf, serienmäßig ein Spritspargerät an Bord, was mich nichts kostet. So, also ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn Sie irgendwie Leute finden, die Sie einverleiben können für irgendwelche Sachen, wo Leute dran glauben. Ionisierung sind eine ganz andere Verfahren. Wir sprechen hier, oder hätten wir ganz gerne über Nanotechnologie gesprochen, aber das ist eine ganz andere. Was hat Nanotechnologie jetzt mit Stromflüssen zu tun? Nanotechnologie sind irgendwelche mikroskopisch feinen Strukturen. Informierte, ja, das kann man tatsächlich irgendwo haben, aber die haben keinen Einfluss auf die bis zu 100, 120 Ampere, die durch ein Kabel fließen. Und zumal, wenn Sie das draußen irgendwie nur dran kleben möchten, solange Sie jetzt nicht Hand anlegen an einen Akku, an die Zellen, physisch etwas an den Zellen verändern, an den Leitungsquerschnitten verändern, meinetwegen noch irgendwelche zusätzlichen Hilfsmittel machen. Ich mache es jetzt zum Beispiel gerade mit meiner Zusatzbatterie in diesem Auto. Das heißt, Sie packen wirklich eine größere Batterie rein und gucken, was passiert jetzt zwischen den beiden Batteriepacks. Machen Sie hier noch 4 Zellen da dran, dass dann mit mehr Zellen das Zusatzbatteriepack betrieben wird wie das Hauptbatteriepack, damit der Stromfluss in die richtige Richtung geht, weil die Entladekurven physikalischen Gesetzmäßigkeiten entworfen sind. Das liegt dann aber auch an der Zellchemie. So, da sind wir wieder im Detail in der Zellchemie und da kommen Sie mir mit Nano-Geschichten. Ich komme gar nicht, Sekunde, ich will nur eine Legende weitergehen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gut. Das war ja dann nichts, alles da. Ganz andere Ausdrucksform. Unter welchem Marktnamen wird das denn laufen? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ciao. Bis dann. Ciao.